Ja, schönen guten Tag hier mal mit der Eltenboxenstopp, ne? Eine kleine Diskussionsrunde, kleine Fragerunde. Haben wir interessante Fragen von euch bekommen, die euch auf der Seele brennen. Und wir versuchen die jetzt mal nach bestem Gewissen mit absoluter Seriosität zu beantworten. Pinkelt ihr beim Rennen wirklich in den Anzug? Manchmal ja, manchmal nein. Also ich muss sagen, mir ist jetzt schon mal passiert, das ist jetzt kein Scheiß, dass ich bei einer Einführungsrunde zum 24-Stunden-Rennen so pinkeln musste, dass ich gedacht habe, bis morgen Mittag ist eh getrocknet, scheiß drauf. Dann habe ich laufen lassen, fand dann mein Folgefahrer, wenn ich mich mit alles täusche und mich nicht täusche, war das sogar der Marc Lieb. Ich wollte gerade sagen, das war doch der Lieb, oder? Er fand das dann nicht so geil. Aber wir haben das Rennen dann gewonnen, von daher war es ein gutes Omen. Also, es passiert schon mal. Kann es hier schlecht sagen. Jungs, hier oben Race Control, machen wir gerade auf Stopp. Ich fahre mal Breitscheid raus, muss mal Pipi. Geht ja nicht. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich auch von den Fahrradfahrern, wenn die Tour de France fahren oder hier Giro Italia oder was es da sonst noch so gibt, die pinkeln auch vom Fahrrad. Da gibt es aber ein Gentleman Agreement mit der Fernsehcrew, dass die Fernsehcrew dann nie draufhält. Ja. Muss man drauf achten. Das ist immer, wenn die da so in dem Hauptfeld rumfahren und dann merkst du, einer wird langsam und schiebt so das rechte Knie raus, geht die Kamera da rein weg. Weil die Jungs wissen dann, was am Machen ist. Dann wird gepullert. Du wird gepullert. Ja, geil. Ja, passiert. Also mir sind noch nicht passiert. Ach, aber lüg doch nicht. Nee, wirklich nicht. Wir sind doch hier unter uns, du kannst es doch mal zugeben. Ja, nee, wirklich. Ich hab noch nie in die Karre gepinkelt. Aber ich werde es beim nächsten 24-Stunden-Rennen extra für dich machen. Ja, sehr schön. So, Luki, gute Fahrt, ne? Freue ich mich drauf. Frage Nummer 2. Wascht ihr euer Auto jeden Samstag per Handwäsche? Ne, jeden Montag, weil wir keinen Bock haben zu arbeiten. Definitiv nein. Nein. Wäschst du irgendein Auto mit der Hand? Ja. G-Modell. Echt? Ja. Doch, also ab und zu habe ich da, wenn mich die extreme Langeweile und Beschäftigungstherapie überkommt, dann mache ich schon mal so ungewöhnliche Sachen. Aber das ist sehr, sehr selten. Also ich finde in der heutigen Zeit so eine schöne Waschstraße. Vor allem bei Mr. Waschstraße. Ja gut, das haben wir ja da bei uns im, nein, in der Schweiz. 1800 Einwohnerdorf nicht, Mr. Wash. Also da ist mich da Mr. Wash bei Do It Yourself. Aber wir haben gute Waschstraßen, also 98,88594% Waschstraße. Sammelt ihr Punkte in Flensburg? Nein, da ich keinen deutschen Führerschein habe. Gott sei Dank. Also ich schon. Manchmal. Also und dann direkt 18 auf einmal. Ja, genau. Weißt du? Direkt das Konto. Also wenn, richtig. Musstet ihr schon mal euren Führerschein abgeben? Nein. Nee. Doch, bei der Autovermietung mal. Traut sich eure Familie noch, euch bei den Rennen zuzuschauen? Teilweise. Also meine Tochter interessiert sich für Motorsport genauso viel wie ich für Synchronschwimmen der Seniorenmannschaft. Also gar nicht. Mein Sohnemann schaut die Rennen, der ist auch ab und zu mal dabei. Meine Frau auch. Meine Mutter vermeidet es. Also eigentlich guckt die immer nur die Rennen im Nachgang im Fernsehen, in der Aufzeichnung, weil sie weiß, dann ist alles gut gegangen. Ja, das macht meine Mutter genauso. Die kommt schon seit 2006 oder so, glaube ich, nicht mehr zu den Rennen. Ja, mein Vater, der kommt ab und zu mal vorbei und nervt uns dann. Beleidigt uns erstmal alle durch. Genau. Und er erzählt uns dann, wie scheiße und was wir alles falsch machen. Und dann, wenn du dich irgendwie versuchst zu rechtfertigen, ist er auch schon wieder weg. Ja, so ungefähr. Nee, wir kriegen dann immer eine Standpauke, was wir alles in unseren Videos gesagt haben zueinander. Und das wird man ja nicht machen und so. Ja. Ja, und hier so Hosen mit Löcher an und ja. So, das macht man ja auch nicht. Also, das ist alles. Dann kriegen wir mal kurz einen verbraten. Aber eigentlich ist da ja ein Tür drauf. Ja, also zwischendurch, der ist ja, also jetzt nicht böse gemeint, hat der schon wirklich einen Stock im Arsch. Aber wenn man ihn dann ein bisschen näher kennenlernt, dann haut der manchmal einen Spruch raus, da stehst du so neben ihm und denkst, Alter, kann das jetzt wirklich von dem? Weißt du, also ein ganz toller, ist schon cool drauf. Ja. Berthold. Ja. Habt ihr auf der Strecke auch mal Schiss? Respekt, aber Schiss. Also
Auf der Autobahn? Ja, ja. Auf der Autobahn also, habe ich auch oft Angst. Aber da habe ich wirklich Panik. Aber auf der Rennstrecke, nee, da ist, kommt auch drauf an. Also ich glaube auf normalen Strecken gar nicht. Es gibt natürlich ein paar Strecken, da brauchst du keinen Schiss, aber so einen gesunden Respekt. Sonst, also Nordschleife speziell zum Beispiel, wenn du da mal den Respekt an der Strecke oder an dem Ganzen drumherum verlierst, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, beißt sich das schon mal schnell in den Allerwertesten. Deshalb braucht man da gesunden Respekt, ein bisschen Übersicht und dann läuft's mit dem Nachbarn. Ne? Steht euer Auto über eurer Freundin, Frau? Nein. Also wenn vorhanden, dann nicht. Ein Auto, sondern einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Okay. Welche war die geilste Strecke? Welche ist die geilste Strecke, wenn, oder? Ja, vielleicht auch bezogen auf GT Master Saison oder generell? Generell würde ich sagen Nordschleife. Wobei, ich bin mal 4 GT1 Weltmeisterschaft gefahren in Argentinien, in San Luis. Das war auch wirklich eine mega geile Strecke. Da bist du teilweise durch die Stadt, dann bist du runtergefahren an so einem See und dann wieder hoch in die Berge. Also, er hatte irgendwie gefühlt 237 Kurven. Also, die war auch geil. Aber so von den GT Masters Strecken, so richtig geil, wenn man ganz ehrlich ist. Schwierig, ne? Ist da nicht so richtig was. Sandford. Ja. Aber ansonsten. Sandford ist geil. Sachsenring finde ich auch nicht schlecht. Ja. Aber so war wie Oschersleben. Oschersleben finde ich, weiß ich nicht, aber irgendwie ja, sehr schwierig. Vor allen Dingen kommen da auch immer die Curbs und die Schikanen. Unter das Auto gesprungen. Ja, die hüpfen da immer auf die Strecke. Also die hüpfen da quer rum, das ist ganz schlecht. Können die Scheißdinger einmal festschrauben, weißt du? Ja. Nein, hüpfen die da rum. Meinst du nicht die Situation hier, Mann? Oh, da fällt mir spontan was ein. 24-Stunden-Rennen Nürburgring war so typisches Eifelwetter, wie man das kennt. Nebel, damals vielleicht so 20 Meter Sicht oder so. Ich bin dann noch bei Mantai gefahren. Zu der Zeit gab es noch keine Balance of Performance, sondern je mehr Leistung, desto besser. Wir haben dann so ein Turbo gemacht. Der ging irgendwie weit über 300 die Grade runter. Und ich bin dann nachts gefahren auf der Döttinger Höhe. Und bei Porsche intern gibt es immer so, oder gab es so den Mythos Walter Röhrl, Nordschleife, Nebel. Der hat sich nur an den Linien orientiert. Ne? Damals auch noch ein bisschen jünger und ein bisschen gestörter als heute. Weiß kann man sich nicht vorstellen, war aber so. Auf jeden Fall ballere ich mit dem Koffer da die Döttinger Höhe runter und denk so, ah, scheiß Walter Röhrl, weißt du, fährst du auch an der Linie entlang, bis ich dann aus irgendeinem Grund mal rechts rüber gezogen habe und links stand ein Mini Cooper, der war geparkt. Und ich habe das erst gar nicht realisiert, weil ich da mit über 300 Sachen an dem vorbeigehämmert bin. Dann dauert das ja so ein bisschen, bis die Hirnanhangdrüse das realisiert hat. Und dann habe ich mal voll in den Anker geschmissen und habe gesagt, immer, bist du eigentlich bescheuert? Was machst du hier eigentlich? Und bin dann schön mit 80 km/h weitergefahren, weil Sicht war wirklich, also wenn 20, 30 Meter waren, dann war das 4. Und das ist eigentlich so eine Situation, jedes Mal, wenn so ein bisschen Nebel wieder ist an der Nordschleife, denke ich da dran. Das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Das glaube ich. Ich hatte mal 2006 so ein Erlebnis, da bin ich auf so einem 996 gewesen. Der hieß, glaube ich, RS damals, ne? RSR war das 996. RSR. Ja. RSR. Gefahren auch 24-Stunden-Rennen, Nacht, nass. Und dann habe ich einen überholt, also der hat einen Blinker links gemacht, überholt und da fuhr hier aber einer ohne Licht oder hinten auf jeden Fall kein Licht. Und dann musste ich dann komplett über die Wiese zum Schwedenkreuz hin. Alter Falter, ey, da habe ich mir auch sowas von in die Buchs gemacht, das war auch Code Braun. Nicht schön. Das hätte, glaube ich, auch richtig in eine Buchse gehen können. Aber sonst muss man ja auch sagen, auf den normalen Strecken, also jetzt hier GT Masters oder normale Rennserien, da ist, haben die Veranstalter, auch die Hersteller, unheimlich viel gemacht für die Sicherheit über die letzten Jahre. Also sprich Sitzschalen, Handsystem und so, das gab es ja früher alles nicht. Nee. Und da so eine richtig brenzliche Situation, wo du wirklich denkst, oh, das hätte wirklich im Drama enden können. Also toi 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 hatte ich jetzt so noch nicht. Also klar gibt es Situationen, wo du denkst, ist eng oder jetzt kracht's oder so. Aber nicht, dass du denkst, also damals auf der Nordschleife, ich meine, wenn du da mit 300 entstehendes Auto reinfährst, da braucht man nicht weiter drüber reden, da ist fertig. Ja?
aber so. Ja, vor allem die 996, ne? Ich meine, wenn du dir jetzt mal so ein 991 hier anguckst, da ist ja richtig Auto, 996. Ja, ein bisschen Trompeteblech mit Anbauteilen. Mit Steinwheel. Ja. Ja, das stimmt. Ja, brenzliche Situationen hast du ja eigentlich nur, wenn sich ein paar bekriegen und dann einer zurück auf die Strecke kommt oder so, ne? Dann kann das schon mal blöd werden, aber ansonsten... Ist halt schon geschmeidig geworden, ne? Ja. Und wir wissen ja auch eigentlich alle, was zu tun, also wenn du da in so einem Pulk unterwegs bist mit ein paar Mann, gerade so in der Startrunde oder so, ist da zwar immer alles eng und natürlich irgendwie ein bisschen aufregend und so, aber ist jetzt nicht so richtig brenzlig. Also wenn der Jan sagt, richtig aufregend, reden wir Ruhepuls so von 8,5. Wenn er sagt, richtig aufregend, könnte der schon mal auf 35 gehen. So hoch? Ja. Also Stresslevel ist dann so, ich sag mal, jetzt wahrscheinlich minus 20. Und dann bei so einer brenzlichen Situation ist dann Stresslevel 0. Um mal das ganze Excitement hier ein bisschen in die Kamera zu transportieren, nicht wahr? So, was ist die höchste Geschwindigkeit, die ihr je erreicht habt? Da ist ja auch wieder die Frage, Rennstrecke oder Straße? Also auf der Rennstrecke ist man ja nicht so schnell, ne? Also deswegen würde ich sagen, bleibt ja nur noch die Straße. Also ich habe in Le Mans damals mit dem LMP1 12-Zylinder Diesel mal irgendwie 386 oder so. Irgendwas. So schnell waren die, ja. Ne? Und da habe ich Preisgeld gekriegt von Le Mans für die schnellste Topspeed. Habe ich gesagt, wenn man schon nicht gewinnt, dann wenigstens ein bisschen Preisgeld. So schnell waren die Drecksdinger? Mittlerweile gehen die 3,50 oder 3,40 oder so. Oh, der ging schon gut. Der hat schon gut angeschoben, der Koffer. Ich meine, so ein 12-Zylinder Diesel. Das geht. Aber dass die so schnell waren, hätte ich nicht gedacht. Krass. Was war denn das Schnellste, weil ich jemals gefahren bin? Keine Ahnung, so 340 oder sowas. 347, irgendwie so ein 9FF Twin Turbo GT3 RS irgendwas umbaut. Wenn wir um Carrera GT bin ich auch mal, ich glaube, 3,40 oder 3,50 gefahren, laut Tacho. Das sind dann echte, wahrscheinlich 3,20 oder so. Das ist für so eine dreispurige Autobahn auch schon zapfig. Vor allen Dingen, wenn es dunkel ist. Das stimmt. Wobei, weißt du, was richtig gut ist mit dem GT3, mit dem 991.2, wenn du da so schnell fährst, das ist echt verhältnismäßig entspannt. Das und was gut war, dieser komische R6, den ich mal hatte. Ich hatte auch mal so einen APR R6, so, der noch so ein bisschen wilder war als deiner. Das ging auch gut, der ging auch irgendwie 3,40 oder so. Ich weiß nicht. Ja gut, aber mit so einem R6 fährst du ja auch 300 mit der Mitropa-Stellung. Cola Light, Big Mac, Handy am Ohr. Ja. Also, das machst du ja sonst. Also, da muss ich schon wieder aufpassen, dass ich nie einschlafe. Ja. Also wenn du dann mal, das ist natürlich geil bei so einem Koffer, weißt du, wenn du dann irgendwie ein anderes Auto vor dir hast und gibst dem dann Lichthupe bei 305 oder so, das ist natürlich die Höchststrafe, ne? Das ist echt geil, ja. Macht man natürlich nicht, aber hab ich mir erzählen lassen. Dass könnte man, also die Vorstellung. Ja. So, schnell weiter. Nimmt ihr Grid Girls nach dem Rennen mit aufs Zimmer? Nein. Also, ich weiß ja wir nicht... Wir brauchen wieder den Joker. Ah, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal die Grid Girls gesehen habt, so generell. Also A, bin ich verheiratet, glücklich. Ja? Und B, ich will da jetzt keinem zu nahe treten und will da auch keinen beleidigen. Aber ich glaube, die Person, die die Grid Girls aussucht, sollte sich mal beim Optiker eine stärkere Brille verschreiben lassen. Das wäre hilfreich. Bist du gemein, ey. Aber da hätten wir auch wieder den Joker, unseren Grid Girl Experten. Der könnte da natürlich die Fragen etwas besser. Also es gibt schon auch sehr hübsche Grid Girls, muss man einfach mal sagen. Ja. Aber ich würde sagen, ist doch wahr. Kannst du nicht alle hier so... Ich will nicht. Ja. Warte. Also der Lukas, ne, der hat über dem Bett hat der so ein Regal. Ne, da stehen immer so Pokale drauf. Ja, so. Und jedes Mal. Ich kann die Frage nicht vorlesen. Ich lese sie vor. Ah, oh, my Tropfe.
Wollt ihr beim Sex auch immer so schnell fertig sein? Deswegen hat der Lukas das Regal, der reißt dann immer so einen Pokal darunter. Erster! Also, das hat mit Wollen nichts zu tun. Also natürlich, wenn du in der glücklichen Lage bist und du hast eine Frau, die weiß, wo die Glückshormone ausgeschüttet werden, kann man da manchmal nichts gegen machen. Ist halt so. So ist das halt. Herrlich. Braucht ein Rennfahrer einen Führerschein? Nö. Nö. Jean Alesi? Nee, nicht Jean Alesi. Alain Prost, der hat doch keinen Führerschein, oder? Ja, aber früher, also technisch gesehen, früher war das so. Da durfte sie auch erst mit 18 Auto fahren, also Autorennen fahren. Da weiß ich noch, wie ich damals hier Formel 3 durfte ich nicht fahren, weil ich habe ja im Juli Geburtstag und dann musste ich das erste halbe Jahr, habe ich halt keine Lizenz gekriegt, weil ich keinen Straßenführerschein hatte. Und dann irgendwann wurde diese Regel mal gekippt. Ich glaube, da waren ein paar Formel 1 Fahrer, also hier Kimi, glaube ich, war da ein Patient und noch so ein paar andere. Die haben dann so dermaßen auf die Kacke gehauen auf der Straße, dass sie alle keinen Führerschein mehr hatten. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, ja okay, Rundstrecke ist ja abgesperrt und quasi Privatgelände. Also wenn ihr eine Lizenz habt, passt das schon. Ja. Nur bei den, beim Freitagstraining von der VLN brauchst du einen Führerschein. Da brauchst du einen Führerschein. Aber ansonsten brauchen wir keinen. Wird ja auch überbewertet. Mein Auto fährt auf Super Plus nicht um Führerschein. Das soll ja. So. Fahrt ihr auch auf der Straße so rasant? Nee. Also das kann ich ganz klar beneinen, weil wenn irgendwo 130 ist, dann fährt hier Kollege, ich schlaf gleich ein, 128 Tempomat. Das stimmt nicht, 135, komm, ich lebe am Limit. Ja. Naja, aber also früher habe ich wirklich immer Feuer gemacht und mittlerweile, dann ist man auch so gestresst und so. Ne? Und jetzt mittlerweile fahre ich halt so vielleicht 10 drüber. Je nachdem. Und Tempomat und dann ist es halt so. Immer so für 20 Euro mehr. Ja. Außer in der Schweiz. Also wenn da 120 ist, fahre ich 118. Weil sonst wird teuer. Ja, kannst du Privatinsolvenz anmelden, wenn du da geblitzt wirst. Wartet schon? Das war schon. So, räumen wir jetzt auf. Ne? Bringen wir Heiner sein Ding hier wieder. Hoffentlich hat er da genauso viel zu lachen wie hier. Wir schrauben jetzt beim Lukas noch 2 Regalbretter im Schlafzimmer an. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle Fragen professionell und ordnungsgemäß und vor allen Dingen mit der gewissen Seriosität und Anstand mit, rüberbringen können. Mit bestem Wissen und Gewissen haben wir hier, wie vom Gericht, haben wir hier ausgesagt. So ist es. In diesem Sinne, meine Freunde, habt euch wohl. Tschüss.